Einen schönen guten Tag. Am 10. Dezember 2017 geht die ICE Aus- und Neubaustrecke Nürnberg-Erfurt in Betrieb und damit ist es möglich, in unter 4 Stunden von München nach Berlin mit dem Zug zu fahren. Die Deutsche Bahn nennt das die größte Angebotsverbesserung seit der Bahnreform im Jahre 1994. Doch es gibt auch viel Kritik. Hä? Wie passt denn das jetzt zusammen? Naja, die Strecke an sich wird gar nicht kritisiert, sondern eher der neue Fahrplan, den die Deutsche Bahn dazu gemacht hat. Denn dieser bringt neben der Reisezeitverkürzung noch eine Reihe an weiteren Veränderungen mit sich. Und um jetzt beurteilen zu können, ob der neue Fahrplan für einen richtig gut oder doch eher schlecht ist, habe ich mir gedacht, schaue ich mir doch mal den alten und den neuen Fahrplan intensiv an und vergleiche den miteinander bezüglich der Anzahl der ICE-Halte in den betroffenen Städten und der jeweiligen Reisezeitveränderungen. Und die Ergebnisse, die möchte ich euch in diesem Video präsentieren. Viel Spaß! Nochmal kurz zur Erklärung. Bislang fuhren die Fernzüge München-Berlin immer über Jena und Leipzig. Nachdem vor 2 Jahren die Schnellfahrstrecke Erfurt-Halle-Leipzig in Betrieb gegangen ist, geht jetzt auch die Schnellfahrstrecke Nürnberg-Erfurt ans Netz. Und deshalb fahren ab 10. Dezember nun alle ICEs der Linie München-Berlin über Erfurt. Es fahren vor und auch nach dem Fahrplanwechsel die Fernzüge München-Berlin im Stundentakt. Daran ändert sich nichts. Ändern tut sich allerdings die Reisezeit. Denn bislang brauchten die Fernzüge von München nach Berlin 6,25 Stunden über Ingolstadt bzw. 6,75 Stunden über Augsburg. Diese Reisezeit sinkt nun ab 10.12. auf 4,5 Stunden über Ingolstadt bzw. 5,25 Stunden über Augsburg. Besonders schnell sind die 3 ICE-Sprinterzugpaare, die nur 3 Stunden und 55 Minuten von München nach Berlin brauchen. Aufgrund der kürzeren Fahrzeit können die ICEs spätabends noch durch bis Berlin oder München fahren und so steigt die Anzahl der ICEs von München nach Berlin von 13 bis 14 pro Richtung auf 16 bis 17 pro Richtung. Hinzu kommen noch einzelne ICEs, die nur einen Teil der Strecke befahren. So ergeben sich, wenn man beide Richtungen zusammenzählt, folgende Anzahl an Fernzughalte für den alten und den neuen Fahrplan. In München, Nürnberg und Berlin erhöht sich entsprechend leicht die Anzahl der Fernzughalte. Erfurt bekommt 34 ICE-Halte dieser Linie neu dazu, bei Halle sind es durch die zweistündliche Anbindung 17. In Leipzig sinkt die Anzahl auf 17. Hinzu kommt dort noch der eine Intercity pro Tag aus und nach Karlsruhe über die alte Strecke. In Bitterfeld sinkt die Anzahl der Halte leicht von 16 auf 12. Und da Lutherstadt-Wittenberg nur noch alle 2 Stunden bedient wird, sinkt hier die Anzahl der Halte von 29 auf 17. Die Verbindung über Augsburg wurde bislang 2-stündlich angeboten und ab sofort meist 3-stündlich. Die Anzahl der Halte sinkt dementsprechend. In Donauwörth hält aber nun jeder ICE. In Ingolstadt haben bislang 5 bis 6 Fernzüge pro Tag und Richtung gehalten. Das sinkt nun auf 0 bis 2 pro Richtung. Die Anzahl der Halte in Erlangen bleibt relativ konstant. Bamberg hingegen wurde bislang immer stündlich bedient und ab sofort dann nur noch größtenteils 2-stündlich. Den Städten Lichtenfels, Saalfeld, Jena und Naumburg werden die Fernzughalte ersatzlos gestrichen. Am stärksten verliert hier Jena und Naumburg, die bislang einen stündlichen Halt hatten. Ausnahmen sind nur noch das eine tägliche IC-Zugpaar Karlsruhe-Leipzig und ein ICE frühmorgens von Lichtenfels nach München sowie von Jena nach Hamburg und abends ein ICE von Hamburg nach Jena. Eine 2-stündliche Intercity-Verbindung über Jena soll es frühestens erst ab Ende 2023 wieder geben. Neu hinzu kommt Coburg als Fernzughalt, wobei der ICE 3-mal pro Tag und Richtung hält. Diese Daten habe ich für einen gewöhnlichen Werktag nachgeschaut. Es kann also je nach Wochentag und Jahreszeit leichte Abweichungen dabei geben. Die ausführliche Excel-Tabelle mit allen Zügen und Halten habe ich euch in der Videobeschreibung verlinkt. Nun
möchte ich euch noch anhand ein paar gewählter Verbindungen die Reisezeitveränderungen aufgrund der Schnellfahrstrecke zeigen. Es sei angemerkt, dass es sich bei den Reisezeiten immer um solche Verbindungen, die nicht über Augsburg führen, handeln. Denn diese brauchen jeweils immer 30 Minuten länger. Auf der Relation München-Berlin sinkt, wie angesprochen, die Reisezeit von 6,25 Stunden auf 4,5 Stunden, das heißt um 1,75 Stunden. Nimmt man einer der drei Sprinter, beträgt die Zeitersparnis 2 Stunden und 20 Minuten. Die Verbindung München-Erfurt verbessert sich erheblich. Bislang musste man mindestens einmal umsteigen, zum Beispiel in Fulda. Das fällt nun weg und die Reisezeit sinkt um 2 Stunden 13 Minuten, bei den Sprintern sogar um 2 Stunden 31 Minuten. Bei der Verbindung München-Halle fällt nun das Umsteigen in Naumburg weg und die Reisezeit verkürzt sich um 1 Stunde 34, bei den Sprintern um 2 Stunden 9 Minuten. Die Verbindung München-Jena gab es bislang umsteigefrei mit 3 Stunden 48. Nun ist mindestens ein Umstieg in Nürnberg oder Halle nötig. Die Reisezeit erhöht sich nur um 32 Minuten, aber nur, wenn die knappen Umstiege von 6 bzw. 9 Minuten klappen. Das Fahren mit einem Sprinter über Halle spart etwas Zeit und erhöht die Umstiegszeit auf 32 Minuten. Von Jena nach Berlin ist auch bis auf einmal pro Tag immer mindestens ein Umstieg nötig. Bei der optimalen Verbindung über Halle erhöht sich die Reisezeit um lediglich 9 Minuten. In der anderen Stunde über Leipzig beträgt die Reisezeiterhöhung 24 Minuten. Lichtenfels-Berlin gab es ebenfalls umsteigefrei. Nun ist immer ein Umstieg in Bamberg nötig. Dennoch verkürzt sich die Fahrzeit um 42 Minuten. Allerdings nur, wenn der 7-Minuten-Anschluss in Bamberg auch klappt. Wenn nicht, muss man in Bamberg zwischen 1 bis 3 Stunden auf den nächsten ICE warten. Wer das umgehen möchte, fährt besser mit einer früheren Regionalbahn nach Bamberg. Die Reisezeit ist dann allerdings mit 4 Stunden identisch zu der bisherigen Verbindung. Abschließend werfen wir noch einen Blick auf die eingesetzten Fahrzeuge. Bislang fuhren überwiegend ICE-T-Züge. Es gab aber auch tägliche Zugpaare mit Ex-Metropolitan-Wagen oder ICE 2. Freitags und sonntags verkehrten auch einzelne ICE 1 Züge. Hinzu kamen drei tägliche Intercity-Zugpaare. Ab sofort werden von München nach Berlin nur noch ICE-Züge fahren. Größtenteils wie gehabt mit ICE-T-Zügen, aber auch vereinzelt mit ICE 1. Die ICE-T-Züge fuhren bislang nur freitags und sonntags teilweise doppelteilig. Ab sofort sollen fast alle ICE-T doppelteilig verkehren, um so die erwartete höhere Nachfrage decken zu können. Die ICE-Sprinter werden mit ICE-3-Zügen gefahren. Man sieht, der neue Fahrplan bringt eine Reihe an Veränderungen mit sich. Und jetzt würde mich mal eure Meinung interessieren. Sagt ihr, ja, die extreme Reisezeitverkürzung rechtfertigt es auf jeden Fall, dass alle ICE-Züge über die neue Strecke fahren und so die Städte Lichtenfels, Saalfeld, Jena und Naumburg vom Fernverkehr abgekoppelt werden? Oder sagt ihr, nein, diese Städte dürfen nicht so einfach vom Fernverkehr abgehängt werden, da müssten eventuell auch zusätzliche Züge fahren? Ja, eure Meinung würde mich mal dazu interessieren. Schreibt es mir gerne rein in die Kommentare. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch alles Gute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.